In der Männervilla wird es immer heißer. Vor allem Verführerin Victoria bringt Josh zum Schwitzen. Eine Frau der Tat. Wir haben so Blicke ausgetauscht, der Josh und ich. Und die Blicke waren natürlich auch ein bisschen intensiver, als man das so, als das Freunde normalerweise tun. Freunde gucken sich nicht so an. Bei dem Josh muss man wirklich nichts tun. Er ist dann direkt zu mir gekommen, weil wir so ein bisschen Blicke ausgetauscht haben, aber ich habe ihn ja nicht drauf angesprochen. Ich schätze dich krass, weil ich wirklich krasse Gespräche mit dir habe. Ich hab, keine Ahnung, deine Augen sind wunderschön, wirklich krass, wirklich sehr, sehr schön. So, weißt du, du bist eine tolle Frau, du bist wunderschön, krass, wirklich. In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht verlieben, so in dich. Ich weiß ihn ja nicht, so. Ja, also, dass er am zweiten Tag schon zu mir sagt, dass er sich in einem anderen Universum sich schon in mich verliebt hätte, dann... Mädels, hört ihr mich? Ja. Lass mich einmal kurz mit Ding alleine. Geh hoch. Nein, weil ich bin kurz davor. Echt? Ja, ich bin so kurz davor. Lass mich einmal kurz mit ihm alleine, okay? Ja, geh auf Angriff. Ich sag dir safe, ich sag dir auf jeden Fall, du schaffst das. Ich versuche einfach nur, die Grenzen von Josh herauszufinden, um zu sehen, ob er ein Arschloch ist und ob er, wie er zu seiner Freundin steht oder nicht. Ich gebe ihm 2 Tage, ich schwöre, ich hab ihn. 2 Tage gebe ich ihm noch. Seine Freundin hat was Besseres verdient. Sorry, dass ich das sage. Wenn Josh mein Freund wäre, ich sag wirklich ganz ehrlich, ich wäre schon längst weg. Wenn ein Mann mich liebt, dann liebt er mich auch und steht 100% hinter mir. Da haben sich unsere Singles aber wieder sowas von ins Zeug gelegt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, schaut sie euch jetzt an auf RTL Plus. Und weitere Playlisten zum Updancen nur von uns von Temptation Island für euch gibt's hier.